Hallihallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Diabo-Eule YouTube-Kanal. Mal wieder seit sehr langer Zeit zu einem Samstagsvideo, beziehungsweise, naja, wenn wir den Countdown mitzählen, dann gab es ja gerade welche. Aber ein klassisches, auch kein klassisches Samstagvideo, was laber ich? Ich habe ja letzten Dienstag über meine Stoffkollektion gesprochen. Das wäre eigentlich ein typisches Samstagvideo, aber ich fand es zu wichtig, dass ich es auf einen Dienstag schieben wollte. Und darin habe ich euch meine neuen Stoffe gezeigt. Unter anderem ein super süßer Dino-Stoff aus der neuesten Kollektion. Den Stoff habe ich in drei Designs und aus der dunkelroten Variante habe ich mir einen Minky-Stoff bei Spoonflower bestellt aus meinem Shop. Verlinke ich euch natürlich unten und heute zeige ich euch, wie ich daraus ein kleines süßes Kuscheltier genäht habe. Ich nenne ihn Fliegepiet. Fliegepiet ist ein Flugdino. Flugdinos sind ja generell sehr beliebt, gerade bei den Kids und auch in Stoffdesigns sehr, sehr cool. Und dieser Flugdino ist auch schön unisex. Es ist kein Einhorn, es ist kein Bagger, wobei das natürlich auch für beide Geschlechter geht, aber ihr wisst, was ich meine. Und ich habe ein Schnittmuster dafür erstellt. Der ist relativ einfach und schnell genäht. Und ihr könnt natürlich auch aus jeglichen anderen Stoffen nehmen. Ich kombiniere heute Minky und Jersey. Es funktioniert aber auch wunderbar für eure Restekiste. Es funktioniert wunderbar aus Webware. Ihr müsst nicht unbedingt aus Jersey, also ihr müsst nicht unbedingt aus dehnbaren Stoffen nähen. Es ist völlig wurscht. Wir legen mal los mit der Anleitung. Was ihr zum Nähen braucht, ist zum Beispiel ein Fat Quarter in Minky, ein Rest Jersey für den Bauch, ein Rest Jersey oder ähnliches für den Schnabel und Reste Füllmaterial. Ladet euch zunächst das Schnittmuster herunter und druckt es euch auf 100% aus und schneidet alle Teile entsprechend zu. Legt zweimal zwei Teile C, also die Arme, rechts aufeinander und näht einmal drumherum. Lasst die kurze gerade Kante dabei offen. Schneidet die Nahtzugabe dann ringsherum etwas zurück und mehrfach ein. Wendet die Ärmchen. Das Wenden hier geht am besten mit so einem Wendetool, verlinke ich euch unten. Legt jetzt zweimal zwei Teile für D, also die Füße rechts aufeinander und näht drumherum. Hier lasst ihr auch wieder die gerade untere Kante offen. Schneidet auch hier wieder die Nahtzugabe etwas zurück und mehrfach ein und wendet dann beide Füßchen. Legt jetzt je ein Teil F, also den Schnabel, und ein Teil E, Kopf rechts an der geraden Seitenkante aufeinander und näht sie hier zusammen. Legt dann die beiden Schnabelkopfteile, die entstanden sind, rechts aufeinander und näht hier ringsherum. Die untere gerade Kante bleibt wie immer offen. Schneidet die Nahtzugabe auch hier etwas zurück und gerade in den Rundungen an der Spitze mehrfach ein. Wendet dann den Kopf. Legt jetzt jeweils zwei Zackenteile G rechts aufeinander und näht sie ab. Auch hier bleibt die untere lange gerade Kante offen. Schneidet die Nahtzugabe auch hier zurück und mehrfach ein und wendet alle Zacken. Schnappt euch jetzt Schnittteil A und die Zacken. Füllt in jeden Zacken ein ganz klein bisschen Füllmaterial und steckt sie dann an der langen mittleren geraden Kante auf der rechten Seite von Stoffteil A so an. Lasst dabei unten und oben mindestens 1 cm Platz. Näht die Zacken hier knappkantig an. Legt jetzt das andere Teil A rechts darauf, auf die Kante mit den Zacken und näht das Ganze mit einer Nahtzugabe von 1 cm ab. Positioniert jetzt die beiden Arme an der oberen Kante auf der rechten Stoffseite so, dass sie rechts auf rechts zur Mitte hin liegen und mit der offenen Kante bündig an der offenen Kante von dem Körperteil. Positioniert unten schräg dann auf die gleiche Art die beiden Füßchen. Näht jetzt Ärmchen und Füßchen knappkantig fest. Schnappt euch das Köpfchen und füllt es mit Füllwatte. Legt ihn oben an den Körper rechts auf rechts an und näht ihn knappkantig an. Legt jetzt das Bauchteil, also bei mir aus Jersey, rechts auf das Rückenteil und näht es ringsherum mit 1 cm Nahtzugabe ab. Achtet darauf, dass Ärmchen und Füßchen nach innen zeigen und dass ihr nicht an einer anderen Stelle nochmal darüber näht. Lasst auch an einer Seite zwischen Arm und Bein eine Wendeöffnung. Wendet dann den Fliegepiet.
Näht dann ein kleines Rechteck auf der rechten Stoffseite über den Körper vom Flugtino, durch beide Stofflagen. An der Seite lasst ihr hier noch eine Füllöffnung offen. So sollte das dann ungefähr aussehen. Füllt jetzt etwas Füllmaterial durch die Wände und Füllöffnung in den Körper, aber halt eben nicht in den Flügelteil. Und schließt anschließend den Körper mit der Nähmaschine. Jetzt müsst ihr nur noch die Wendeöffnung am Flügel schließen. Ich mache das hier mit der Hand mit dem Matratzenstich und dann seid ihr fertig. So, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn dem so war, lasst mir einen Daumen nach oben da und wir sehen uns dann nächsten Dienstag hier wieder. Da habe ich eine neue Nähmaschine, die ich euch vorstelle. Auf jeden Fall freue ich mich, wenn ihr, falls ihr das Projekt nachnäht, wenn ihr das Ganze auf Instagram postet und mich vertaggt und den Hashtag #JeroEule benutzt und den Hashtag #FliegePiet. Und dann ganz viel Spaß beim Nähen. Wir sehen uns nächsten Dienstag hier wieder. Bis dann. Tschüss.